Willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir haben in der letzten Folge, die glaube ich ziemlich lang ging, einen Haufen goldener Schlüssel. Entschuldigung, kannst du mal aufhören, mich zu unterbrechen? Hey Murray, gibt es etwas Neues am Horizont? Nur deine letztendliche Vernichtung. Einen Haufen goldener Schlüssel gefunden und jetzt werden wir nach Monkey Island zurückfahren, die Schlüssel einsetzen, das Geheimnis von Monkey Island rausholen und dann haben wir das Spiel auch schon gewonnen. So einfach was. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Rollen vertauscht sind und dein Kopf am Bug des Schiffes klebt. Hier sehe ich übrigens die Namen der Schädel. Timon, Lance, also da hätte ich dann die Dorothy wohl finden können bei den Schädeln, die ich auf Monkey Island zurückgelassen habe. Was ich natürlich nicht gemacht habe und deswegen auch nur wild geraten habe, wie die anderen Schädel hießen. Egal, wir segeln zurück, weil Murray geht mir jetzt schon auf die Nerven. Soweit, so gut. Hier sieht ja erstmal alles genauso aus wie vorher. Nichts zu beanstanden. Piratin ist da. Also sind wir wahrscheinlich ohne Probleme hier als Erste vor Ort und können den Tresor öffnen. Da ist nur noch die Frage, was macht dieser Voodoo-Spruch, der da drauf liegt? Moment mal, der Voodoo-Spruch ist weg. Die sind ja auch... Sind die aufgebrochen, um hierher zu kommen, als ich alle Schlüssel hatte? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, wir werden es sehen. Ich setze jetzt einfach mal die Schlüssel ein und wir gucken, was passiert. Zack. Zick. Zuck. Zack. Und zock. Und das Geheimnis ist... Wow! Es ist kitschiger, als ich es mir vorgestellt habe. Noch aber eine trotzdem Kiste? Schön. Hey, Moment mal. Das war doch 3D. Okay. Ich habe nicht wirklich an die Möglichkeit eines weiteren Schlosses gedacht. Das ist etwas übertrieben. Da ist keine Seriennummer. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Schön, dass er direkt schon alles probiert, was ich eh auch probiert hätte. Wie wär's, du schaffst sie hier weg, bevor LeChuck vorbeikommt? Wie wär's, wir schaffen sie hier weg, bevor LeChuck auftaucht? Das wäre... Na toll, also ein großer Schrank voller Schlüssel und daraus kommt eine weitere Kiste, die einen Schlüssel braucht. Na gut, der Schlüssel ist wahrscheinlich auf... Monkey Island. Das ist kein Problem. Der Schlüssel ist wahrscheinlich an irgendeiner offensichtlichen Stelle. Freeport! LeChuck, mein alter Erzfeind. Da sind wir wieder. Es sieht so aus, als würde diese Geschichte so enden, wie es schon immer geplant war. Nur mit dir, mir und dem Geheimnis. Nicht ganz. Ich nehme an, dass es mir nichts nützt, darauf hinzuweisen, dass du schon wieder schummelst. Ich habe deinen Einfallsreichtum unterschätzt, Threepwood. Aber am Ende siegt immer die Gewalt. Du solltest es einmal ausprobieren. Viel Glück damit. Sie ist gut gemacht. Ich habe eine ganze Minute lang alles versucht, was mir einfiel, und ich habe keine Delle hineingekriegt. Natürlich nicht. Das Geheimnis kann nur in einer zeremoniellen Kammer tief in den Eingeweiden von Monkey Island gelüftet werden. Es wäre schön gewesen, das vorher zu wissen. Es freut mich, dass du mit dem Wissen lebst, wie nah du dran warst, es zu bekommen, bevor ich es dir weggenommen habe. Deshalb habe ich beschlossen, dich nicht gleich zu töten. Außerhalb dieser Tür ist der Deal
nicht mehr gültig. Denk nicht einmal daran, mir zu folgen und zähl bis 100, bevor du das Gebäude verlässt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Guybrush, Whitebone sagt, sie hat dich reinkommen sehen. Geht es dir gut? Nein, ich meine, ja, es geht mir gut. Willst du darüber sprechen? LeChuck hat das Geheimnis und ist auf dem Weg zu den Innereien von Monkey Island. Die Höhlen unter dem großen Affenkopf? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns auf dem Weg reden. Teil 5 unter dem Affenkopf. Das schien ein besserer Weg zu sein, als den Zaubertrank herzustellen. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall Notizen machen. Ja, ich hoffe nur, dass es die ganze Mühe wert ist. Welche Mühe? Das war einfach. Ich rede nicht von der Reise, sondern von der ganzen Arbeit, die du im Vorfeld geleistet hast. Ganz zu schweigen von der Spur der Zerstörung, die du hinterlassen hast. Ah, jetzt kommt die Kritik. Das wusste ich ja. Nenn mir 12 Beispiele. Oh, das kann sie wahrscheinlich wirklich. Oh, Unsinn. Nenn mir 12 Beispiele. Wenn du mich herausfordern wolltest, hättest du eine größere Zahl wählen sollen. Odina hat mir eine aufregende Geschichte über die Ereignisse auf Bermuda erzählt. Anscheinend hast du es geschafft, ein unbezahlbares traditionelles Artefakt und die Regierung einer ganzen Insel in nur 5 Minuten zu zerstören. Das ist ziemlich beeindruckend. Sogar für dich? Das waren 2 Dinge. Wo sind die restlichen 10? Es hat viel länger als 5 Minuten gedauert. Ich musste erst einen Haufen Wettbewerbe gewinnen. Ja, Odina hat mir deinen Witz erzählt. Brenda! Ziemlich lustig. Odina glaubt auch, dass du bei deinem Algebra-Test geschummelt und versucht hast, sie zu vergiften. Ja. Also nein. Also, ich meine... Es ist der Wettbewerb der Intelligenz, nicht der Wettbewerb der Algebra. Ich habe meine Intelligenz bewiesen, indem ich erfolgreich betrogen habe. Du bist sehr clever. Übrigens glaube ich, dass du jetzt auch zum Königshaus gehörst, da du mit mir verheiratet bist. Ich dachte mir heute Morgen, dass etwas anders ist. Wie viele sind es jetzt? 4? Wusstest du, dass das Museum für Piratenkunde geschlossen wurde? Was du nicht sagst. 2 der preisgekrönten Exponate sind verschwunden. Seltsamerweise stand nur ein Name im Gästebuch. Aber das... Ja, das war doch kein besonders gutes Museum. Es war sowieso kein besonders gutes Museum. Der Typ kennt die Fakten nicht richtig. Conrad Lee ist ein netter junger Mann, der sich viel Mühe gibt. Aber er wird wieder auf die Beine kommen. Ich habe gehört, dass er eine Trainingsschule für Kampfpapageien eröffnen will. Ich hoffe, er hegt keinen Groll. Herman Toothrot ist auch ein bisschen sauer auf dich. Er sagt, du hast seinen Schlüssel genommen und ihn in einer dunklen Höhle zurückgelassen. Aber nur, weil wir ihn nicht rausholen konnten. Ja, das irgendwas. Er war schon in der dunklen Höhle, als ich ihn fand. Also insgesamt gesehen, keine Auswirkungen. Bis auf den Schlüssel. Stimmt, aber er hat sie nicht wirklich benutzt. Es wird dich freuen zu hören, sie? Dass er es rausgeschafft hat. Ich habe ihn selbst gerettet. Ich bin froh, das zu wissen. Danke. Erinnere mich daran, warum wir über all das reden. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geheimnis den Anstrengungen und der Vorfreude nicht gerecht werden kann. Was genau erwartest du zu finden? Ich bin sowieso bisher davon ausgegangen, dass das Geheimnis mehr ein Symbol ist und kein wirkliches, konkretes Geheimnis, das man in einer Kiste verstecken kann. Ich habe keine Ahnung. Deshalb ist es so wichtig, dass ich es finde. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Auf geht's, genau wie in alten Zeiten. Bist du bereit für die Höhlen? Ja, aber wir haben doch gar keinen Navigator.
Ich erinnere mich an sie. Voller Lava und winziger Vorsprünge. Gut, dass du deine Abenteuerstiefel trägst. Ich hoffe, du hast auch dein Abenteuerschwert dabei. Nun ja. Geh schon mal vor, Schatz. Ich hol dich ein. Aber ich hab doch gar keinen Navigator. Ich brauch doch den Kopf des Navigators, um hier durch das Labyrinth zu kommen. Das weiß man doch. Haben sie das jetzt etwa abgeändert? Errate mal dann, was sie beibehalten haben. Ah, hey Wally. Gefesselt? Nein. Hey Wally. Hey Wally. Wie hängt es sich so? Im Ernst? Das ist der Witz, den du jetzt machst? Ich probiere neues Material aus. Gib deinen Hauptjob nicht auf. Wally, was ist passiert? Als ob du das nicht wüsstest. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe gesehen, dass dein Büro durchwühlt wurde. LeChuck kam wütend in den Laden gestürmt, weil er dachte, ich hätte ihm eine Mobkarte statt einer Karte zum Geheimnis gegeben. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, wie das passieren konnte. Du hättest LeChuck auch einfach sagen können, dass das Geheimnis sich auf der gegenüberliegenden Seite der Straße befindet, Wally. Du hast also wirklich, wirklich, wirklich Guybrush keine Vorwürfe zu machen. Danke für die Seekarte. Das war echt nett und ich schulde dir etwas für all die Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Schön, dass sie dir gefällt. Die Mobkarte, die du für mich gemacht hast, war ein Volltreffer. Ach ja, stimmt ja. Ich habe dir eine Mobkarte gemacht. Moment, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Warum wird der gute alte Wally jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen, entführt und gequält oder noch schlimmer? Die Geheimnisse, wie das Universum funktioniert, werden wir vielleicht nie erfahren. Ich wünschte, ich könnte dich aus diesen Fesseln befreien. Da sind wir schon zu zweit. Ich würde gern bleiben und plaudern, aber ich muss mir das Geheimnis holen, bevor LeChuck es tut. Klar, renn ruhig weg. Wally kommt schon klar. Kann ich ihn denn aus seinen Fesseln befreien? Dann fällt er dann auch nicht. Also ich werde jetzt versuchen, die Fesseln zu öffnen. Ich möchte für das Protokoll sagen, dass ich ihn dabei gerne festhalten würde, damit er nicht runterfällt. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Ach, herrje. Es ist ein bisschen spät im Spiel für so etwas. Gut, vielen Dank. Hier, ich habe einen Schlüssel. Dieser Schlüssel passt nicht. Ich habe noch einen Schlüssel. Dieser Schlüssel passt nicht. Ich habe keine Ideen mehr. Messer, wie immer. Das endet nie gut für das Messer. Ich habe, glaube ich, das Messer schon auf jedem Schloss, das wir gefunden haben, ausprobiert und es hat noch nie funktioniert. Was kann es eigentlich? Okay, ich glaube, wir können ihn hier nicht befreien. Ich wüsste jetzt nicht mit was. Sicherlich nicht mit einem leeren Grogkrug. Hey, Moment mal. Ich möchte hier noch kurz das Bild austauschen. Und zwar... So. Ah, sieht ein bisschen hübscher aus. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe, aber ich hatte Lust darauf. So. Und jetzt gehen wir... Quizkarte. Irgendwo eine Quizkarte. Hey! Hey, du bist wach? Nicht mehr lange. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du einen Fehler machst. LeChucks Besessenheit verschlingt ihn wie ein Frosch, der eine Tarantel verschluckt. Du willst nicht dabei sein, wenn er die Truhe öffnet. Okay, ja, richtig. Richtig, ich will da sein, bevor er sie öffnet. Ach, ihr beide habt einander verdient. Ja, so ist es richtig. Lauf! Okay. Das war ja kein großes Hindernis. Wer fehlt noch? Apple Bob wird nicht dabei sein. Die Musikerin wird oben schon bekämpft. Fehlt noch Iron Rose, maybe? Wer war denn eben noch dabei? Da war doch noch jemand Drittes. Putra natürlich. Putra war dabei. Na, die wird mich auch nicht aufhalten. Ich kann da unten nichts sehen. Da ist eine Menge Lava. Den sicheren Tod durch Lava springen. Warum sollte ich das tun? Ah, richtig, weil das hier ein Adventure-Game ist und ich bestimmt nicht sterben kann. Also, los geht's. Puh,
Ich hätte jetzt eine unsichtbare Brücke erwartet, wie bei Indiana Jones, aber das hier tut's auch. Ich schätze, ich muss jetzt da lang. Ja. LeChuck, ich komme dich holen! Verdammt, seist du, Threepwood! Ich hätte dich bei den ersten 58 Malen loswerden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du wirst es niemals lebend hier runterschaffen. Ich will nur einmal, dass es einfach ist. Dann brüll nicht durch die Katakomben. Ganz ehrlich. Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Das ist jetzt Indiana Jones. Das andere war auch ein bisschen Indiana Jones. Also, nur der zur Ordnung bereite? Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Vielleicht muss ich mir hier jetzt, komme ich jetzt hier in ein Labyrinth und muss mir Notizen machen. Deswegen Ordnung. Aber ich habe keinen Zettel da. Na, wir gehen einfach mal da lang. Okay, der lustige Affe. Er sieht stolz aus, ein Affe zu sein. Wo ist die Quizkarte? Wo sind meine geheimen Quizkarten hin? Warum gibt es hier keine Quizkarten? Okay, stolzer Affe. Der stolze Affe, dem fehlt ein Krug. Das ist Teil der Ordnung. Fehlt ihm noch was? Weiß ich nicht mehr. To-Do-Liste sagt, LeChuck finden, durch die versiegelte Steintür gehen, die Truhe öffnen, das Geheimnis von Monkey Island finden und glorreiche Zeiten noch einmal durchleben. Diesen Weg versuchen. Aha, dem fehlt ein Fernglas. Ich taufe ihn Captain Schielauge. Und ein Fernglas haben wir ja dabei. Nicht ganz das, was ich wollte. Kann ich ihm auch andere Dinge geben? Ein Messer? Okay, man kann ihnen viele Sachen geben. Das sah nicht so ganz richtig aus. Eigentlich würde ich hier ein Fernglas erwarten. Aber ich habe nichts Besseres als das Doppelmonokel. Richtig, kann ich auch nicht mit irgendwas kombinieren, um ein Fernglas draus zu machen. Ich möchte mir gerade noch ein paar Kugelfisch kann ich ihm nicht geben. Sieht Teufel abzeichnen. Also es gibt, also habe ich instinktiv die richtigen Sachen gefunden, die man ihm geben kann. Limetten. Nein. Ein Bild. Nein. Okay. Fische? Nein. Das Messer oder die... Ja, also muss schon das Monokel sein. Der schaut ja auch. Sieht zwar dämlich aus, aber hat was mit Sehen zu tun. Der kriegt definitiv das Messer. Das kann ich nachempfinden. Oh, es sieht aus Moment. Wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. Hey, ich dachte, es wäre eine Quizkarte und dabei war es nur ein Stein. Ein Stein, eine Münze? So eine haben wir doch als Kind im Vergnügungspark gefunden. Yep, es ist aus Stein. Okay. Er hält ein Messer. Ja, danke für nichts. Ah, noch einer mit Papagei. Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. Welches Auge? Ja gut, da gibt's Cracker, ne? Und das war's. Das war das Rätsel. Wow. Das verdient es, den schweren Modus zu erschweren. Anyway, wir gehen weiter. LeChuck, das Geheimnis wird nie dein sein! Ich hasse es, Rätsel zu lösen, mehr als ich Threepwood hasse! Das Geheimnis wird nie dein sein! Threepwood, warum gibst du nicht einfach auf und gehst nach Hause? Einmal ist ein Zufall, zweimal ist verdächtig. Dieser Hebel scheint ja jedes Mal was anderes zu tun. Und noch eine Münze, die wie eine Quizkarte aussieht. Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Rechts ein Weg, links ein Weg und eine Nachricht, das kennen wir ja jetzt schon. Im zweiten Mal ist langweilig. Nur der zur Aufmerksamkeit bereite Pirat wird bestehen. Aufmerksam, okay. Eine Kiste von Captain Monkey Beard. Diese Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl. Wenn man tatsächlich Aufmerksamkeit braucht, dann bin ich nicht so der richtige Kandidat für, habe ich das Gefühl, wie ich mich kenne. Irgendwelche Symbole. Also ich kann aber wahrscheinlich der Kiste
Geld geben. Nur wahrscheinlich mehr als eins. Das heißt, muss man jetzt irgendwo sehen, wie viel Geld der braucht, oder werfe ich einfach alles rein, was ich habe? Das werden wir dann noch rausfinden. Ich gehe mal weiter im Kreis. Ah ja, der erste Schrubber. Die schlauen Augen lassen einen höheren Rang vermuten. Deshalb nehme ich an, dass es sich um den ersten Schrubber handelt. Noch eine Münze. Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Der erste Schrubber, der Kapitän. Diese Schulterklappen verdienen ihre... Dann kriegt der erste Schrubber noch ein Goldstück. Okay, und jetzt kommt ein niederer Seemann. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Okay. Eine Münze. Das ist eines dieser steinernen Goldstücke. Okay. Soll ich das denen geben? Warum nicht? X. O. Ich gehe erstmal komplett rum. So, jetzt habe ich es einmal komplett rum geschafft. Ich gehe noch einmal oben lang. Nicht, dass ich hier irgendwo ein Goldstück übersehen habe. Denn ich würde sowas erwarten wie 3 für den Kapitän, 2 für den Schrubber, 1 für den Affen. Naja. Aber tatsächlich. Einzel übersehen. Das wären 5 insgesamt. Aber mehr als 5 werden es auch nicht. Wenn jetzt nicht gerade oben irgendwo noch eins liegt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 Segmente, 6 Segmente sind irgendwie markiert. Ist das irgendwas mit Aufmerksamkeit? Gibt es irgendwas an den Kisten zu sehen? Habe ich noch irgendwas anderes? Ich habe natürlich normales Gold dabei. 3 Münzen. Irgendetwas hier, was mir anzeigt, wie viele Münzen der kriegen soll. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Hat der irgendwas am Hut, an sich? Die auf dem Boden sind die... Diese Kreise sind schon irgendwie verdächtig. Und warum brauche ich die Steinmünzen, wenn ich auch einfach Goldmünzen reinlegen kann? Da stehen noch andere Dinge gegeben. Sieht nicht so aus. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Tja, es ist eine kleine Kiste. Eine mittlere Kiste. Und eine große Kiste. Ich probiere es nochmal mit 3, 2, 1 und echten Goldmünzen. Oh, Moment, was? Was ist mein letzter Groschen, oder was? Oh ja, okay. Na dann, warum nicht 3, 2, 1? Hat aber nichts bewirkt, oder? Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Ah, das war's einfach. Okay. Habe ich das nicht eben gerade schon gemacht? Naja, egal. Hätte ich das jetzt irgendwo noch sehen können, oder war es einfach 3, 2, 1, 2, große Kiste, kleine Kiste, mittlere Kiste? Oder Rangordnung? Egal. Wir gehen weiter. LeChuck, das Geheimnis ist... Och, jetzt hör doch mal auf. Du bist wirklich eine Niete in Sachen Rätsel, nicht wahr? Wie kannst du noch am Leben sein? Du wirst das Geheimnis nie bekommen. Ich werde bald meine Rache bekommen. Dann wirst du für immer verflucht sein. Und du wirst niemals entkommen. Du wirst verschwinden, ohne dass jemand je Geschichten von dir erzählen wird. Nein, ich werde zurückkehren. Alle guten Dinge sind drei, Sweet Wheat.
Autsch. Das nächste Mal spreche ich leiser. Na klar, das nächste Mal. Nur der zur Blutrünstigkeit bereite Pirat wird bestehen. Blutrünstigkeit, okay. Eingestürzter Gang. Das heißt, diesmal kann ich nur in eine Richtung. Und wieder ein paar Affen. Es sieht so aus, als ob sein Arm verletzt ist. Aber ich soll doch blutrünstig sein. Ach, ich kann ihn nicht messern. Ich habe kein Messer mehr. Verletzter Arm? Dann streue doch Salz in die Wunde. Nee. Limette in die Wunde. Fisch. Nee. Blut läuft in Abfluss. Abfluss öffnet Tür. Ich geh erstmal weiter. Es sieht aus, als ob sein Bein verletzt. Es sieht so aus, als ob sein Arm, Bein. Und wieder ein Abfluss unten. Das wird ein Problem sein. Und ein komplett kaputter. Da komme ich auf keinen Fall durch. Und immer noch keine Quizkarte. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Spiel. Okay, wir haben Arm und Bein. Was kann man denn für die Affen mit Arm und Bein tun? Schlüssel? Nein. Hochmoderner Stift? Nein. Inspiration bringt ihm sicherlich auch nichts. Pfeffer, nein. Limetten, nein. Aber verdächtig, dass ich meine Limetten noch habe. Streichhölzer, nein. Das ist jetzt ein bisschen durchprobieren, aber ich lasse mal irgendwas hinten, was ich mit dem überhaupt kombinieren kann. Und es sieht nicht so aus, als gäbe es irgendwas. Was auch Sinn macht, da alles in meinem Inventar für diese Situation reiner Schrott ist. Elaines Notiz. Kann ich mich irgendwie selbst verletzen und dann da reinbluten? Das wäre so Blutrünstigkeit. Nee, nicht wirklich. XYZZY. Ah, ich schätze, das funktioniert nicht überall. Okay, ich möchte eine Sache testen. Wenn ich zurückgehe, wieder nach oben gehe und jetzt zum Beispiel bei dem kleinen Affen hier die Münze zurücknehme, geht dann die Tür wieder zu? Nein. Okay, das heißt, ich kann mir eigentlich alle meine Sachen zurückholen, die ich schon verwendet habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt die Münzen wieder haben möchte, aber was soll's. Okay, und dann können wir wieder runtergehen, durch den Gang gehen. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier mit einem Messer anstellen können. Aha, ich wusste es. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen dämlich, dass man wirklich das Messer von oben einfach zurückholen kann. Wäre sinnvoller gewesen, wenn dann die Tür wieder zugeht und man eben nicht da wieder hoch muss. Das ist, naja, keine Ahnung. Fühlt sich nicht richtig an für mich. Okay, und der letzte, kann der auch bluten? Das hat anscheinend nichts gebracht. Natürlich nicht. Also quetschen wir ein paar Limetten in den Krug. In den Abfluss. Ein paar Limetten mit unserem Messer aus. Wir fangen was mit dem Krug auf. Wie wär's damit? Ja. Genau, und das kippen wir jetzt da rein. Okay. Aufregende Rätsel hier, die sich Guybrush in den Weg stellen. Das benötigt natürlich viel Rätseltalent. Sonst hätte man es niemals so schnell schaffen können. Wow. Ah
Naja, jetzt darf man hier nochmal rätseln. Okay, als erstes Mal möchte ich den... Das ist wie einer dieser Krimis, in denen die Person so viele Feinde hat, dass die Beamten nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich wollte sagen, als erstes hätte ich gerne den Hut hier, aber anscheinend kann ich mit dem nichts machen. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Darauf steht etwas geschrieben. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist es nicht weiter verwunderlich, ein paar Limericks auf einem Stein zu finden, der in der Lava versunken ist. Okay, das waren 3 rechts, 2 links. Ich werde jetzt eigentlich mal dieses Dialog-Feature hier nutzen, das ich immer vernachlässigt habe, auch in Situationen, wo ich gesagt habe, ich habe gerade nicht aufgepasst. Davy Jones, 3 rechts, 2 links. Nach 4 Jahren auf hoher See. Ich weiß nicht, ob die 4 Jahre was zu tun haben. Okay, also 3 rechts, 2 links. Probieren wir das halt mal. Ich weiß noch nicht mal, ob wir da oben irgendwas anderes tun können als drehen. Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Das innere Rad, das äußere Rad. Und ich meine, man kann ja hier auch Dinge zusammensetzen. Das ist übrigens ja ganz nett, aber das ist der quasi der Kopierschutz vom ersten Monkey Island. Oder was, vom zweiten Monkey Island? Da musste man so Köpfe zusammensetzen und dann eine Zahl ablesen, damit man das Spiel starten konnte. Um zu beweisen, dass man ja natürlich diese Drehscheiben aus dem Handbuch hatte und nicht einfach das Spiel sich rüberkopiert hat von seinem besten Freund auf Diskette. So. Also 3. Was macht er denn, wenn ich jetzt drehe hier? Das äußere Rad? 1, 2. 3 und dann das innere Rad, das Räder andersrum. Jo, das ist so richtig. Nach 4 Jahren auf See. Also ändern wir das Datum auf 1734. Wir sind durch, nicht alle Daten. Ich bräuchte also das Ausgangsdatum. War das in dieser Geschichte hier drin? Nein. Was ist das Ausgangsdatum? Da war doch jetzt kein Datum, oder? Ich habe keins gesehen. Ich arbeite heute östlich des Papagei-Felsens. Da ist auch kein Datum drauf. Die Einführungsbroschüre. Nö, nicht wirklich. Die entschlüsselte Karte. Nö. Ich weiß nicht, welches Jahr wir haben, ist das Problem. Oder welches Jahr wir einstellen wollen. Der Rest sieht mir ja richtig aus. Ne? Ja, die Dame rechts, Dame links. Passt auch alles von den Gesichtern her. Zumindest dieses Gesicht hier scheint mir zu passen. Die anderen jetzt, naja, gut, kann man sich streiten. Nach weiteren 4 Jahren auf See. Eine der Steinplatten des Altars scheint nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Wäre auch komisch, also was ein bisschen komisch ist, das reicht auf keinen Fall, um das zu lösen, wenn jetzt einer kommt. Ja, sagen wir mal, es kommt mal einer hier rein, geht erst zu dem Altar hoch, dreht hier ein bisschen rum und dann liest er diese Steinplatte. Und dann soll er das irgendwie lösen. Da hat er ja keine Chance, da auf diese Ausgangsbedingung zurückzukommen, von der aus man 3 rechts und 2 links dreht. Deswegen bin ich irritiert. Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Ich gehe gerade nochmal die Jahre durch. 27, 56, 80, 90, 34, 50, 75, 90... 25, 50, 76, 90, 17, 4,
17, 13, 17, 26. Das hier waren 4 Jahre. 17, 26 auf 17, 30. Jetzt dreimal rechts. Und zweimal links. Schade, ich dachte jetzt, das könnte sein. Okay, kann man bei den Bildern irgendwas zusammensetzen? Nicht so wirklich. Ich meine, ich kann nicht alle Bilder gleichzeitig gut aussehen lassen, oder? Dieser Mund hier gehört vermutlich zu ihr. Aber hier oben würde ich sagen, gehört eher dieser Mund dazu. Oder dieser Mund dazu. Ah, nicht so wirklich. Der buschige Bart hier gehört eigentlich zu keinem von denen. Ja. Nicht so wirklich passend. Nicht so wirklich passend. Bisschen passend. Nicht so wirklich passend. Ah, 17:30. Was will ich auf... Ah, da war 17:26. Ich wollte auf 17:26 stellen. Und hab's verpasst. Zu 26, dreimal rechts. Zweimal links. Nö. Es ändert sich auch nicht an den Jahreszahlen innen, wenn ich das Rad drehe, oder? Tja, ist halt Rätsel, ne? Kein Wunder, dass LeChuck damit Probleme hatte. Mach's gut, Captain Madison. Eine der Steinplatten. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Trafen Davy Jones auf einen Tee. Da fielen sie vom Deck. Mach's gut, Captain. Okay, habe ich irgendwelche Gegenstände, mit denen ich hier den Hebel ziehe, dann nicht. Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Irgendwas zeichnen? Nein. Limetten? Nein. Upsi. Oh. Und die laute, nervige Musik. Mir gehen langsam die Ideen aus, was ich hier noch machen kann. Löse die Codierscheibe. Gibt es irgendeine externe Lösung dafür? Also wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, dann würde ich vermutlich dieses Rätsel hier noch ein bisschen probieren. Ein bisschen ausprobieren, ob mir noch irgendwas einfällt. Aber ich will euch ja auch nicht langweilen und offensichtlich bin ich zu blöd für dieses Rätsel. Wahrscheinlich ist es auch wieder einfacher, als ich denke. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Tipp abholen. Warte mal, ist der Kerl dabei, der Koch? Nö. In oberen Passagen, ach Mist. Ich habe es ja befürchtet. Okay, wir müssen wieder nach oben. Ah, 15:50. Das ist ja schon mal die Jahreszahl. Hier ist ein Mund.
Ja, okay. Ist das so einfach? Ja, es ist so einfach. Ja, okay. Ja, da war ich natürlich nicht aufmerksam genug, um diese Symbole hier zu sehen. Das ist der Perückenkopf mit dem neutralen Mund. 1554. Perückenkopf mit dem neutralen Mund. Und ich nehme an, dann muss ich noch die Altarsachen drauf anwenden. Und hier ist 1550. Gibt es 1554 überhaupt? Okay, dann 1550, dann vier weitere Jahre. 1, 2, 3, 4. Dreimal nach rechts. Und zweimal nach links. Ich will keine weiteren möglichen Wege blockieren. Ih, das war's nicht. Was? Oh, war das der? War das der Ausgangsmund? Vielleicht war das der Ausgangsmund und nicht das. Hä? Was? Ich war gerade tief in den von Pilzen und Lava durchzogenen Höhlen unter Monkey Island. Und jetzt bin ich? Oh nein. Nein, noch nicht. Ich bin tot? Ach, sie muss sich verschlossen haben, als ich rausgekommen bin. Ist das ein One-Way-Ticket zurück nach Mealy Island? Die Fenster sind nur aufgeklebt. Und sie sind nicht einmal gerade. Treffer! Gratis Popcorn! Schöne Ratte, schöner Vogel. Nur für Angestellte. Ist also doch der Jahrmarkt der Verdammten. Obere Straße 6 Meter. Halle der Piraten 3 Gehminuten. Weitere Toiletten bei Dinky Island. Jupp, das ist der Jahrmarkt der Verdammten. Schön, dass du es endlich geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was soll das heißen, es ist Geschäftsschluss? Ich bin gerade erst gekommen. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meine Schlüssel und schalte alle Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Guybrush, bist du bereit zu gehen? Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Tja, es war also alles doch ein Jahrmarkt. Du musst mich hier rausholen. Oder war es etwa ein Dribble-Bluff? Okay, wahrscheinlich ist es ein Jahrmarkt. Das ist meine Frau. Mein Kind existiert wirklich, aber wir sind immer noch eben auf einem Jahrmarkt und ich erzähle ihm einfach Geschichten. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Aber es steht immer noch LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Das Geheimnis ist mein! Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein! Ah ja, Buchhalter. Das wird im ersten Teil gesagt, dass man eher aussieht wie ein Buchhalter. Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Stan seine Finger im Spiel hat, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Und die Quizkarten, das erklärt sich alles. Die Quizkarten. Nein, ich will noch nicht ausschalten. Hey, Otis. Ich gebe der Regierung die Schuld. Wir holen uns erst das Geheimnis und dann schalten wir das ab. Sie haben Angelköder, so wie du. Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis, ein Piratenabenteuerpark. Gegründet 1989 von R. Gilbert. Mhm. Hey, der Fischladen ist ein Souvenirshop.
Schön. Da kann sich jeder seinen Seeteufel-Angelköder kaufen. Okay, jetzt schnappen wir uns aber den Schlüssel. Was für ein Glücksfall. Die Schlosserin hatte den Schlüssel die ganze Zeit. Das war enttäuschend einfach. Ich frage mich, was hier los ist. Interessant. Bin gespannt, ob jetzt hier noch ein... Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden. Und alles, was es war, war dieses blöde T-Shirt. Ich freue mich, wenn jetzt noch ein Triple Bluff kommt und der doch wieder andeutet, dass alles echt war. Mal schauen. Naja, schalten wir die Sache aus. Der Schalter ist verschlossen. Verschlossen? Es ist zu dunkel, um dorthin zurückzugehen. Moment. Können wir hier noch was ausschalten? Können wir die Tür öffnen? Aha. Wir sind wieder hier in diesem unglaublichen, realistischen... Moment mal. Okay, wir können wieder raus. Leugnen, was ich dachte, unten gesehen zu haben und in die Welt zurückkehren, die ich kenne. ich mach mal ein Safe Game. Und dann gehen wir hier raus. Ja, das war's mit dem Geheimnis von Monkey Island. Einer weiteren großartigen Geschichte des berühmtesten Piraten aller Zeiten, Guybrush Threepwood. Wie wir wissen, sind alle Geschichten, die man sich über ihn erzählt, wahr. Auch die unangenehmen. Er lebte zu einer Zeit, als die Piraterie noch in den Kinderschuhen steckte. Er hat sich mit berüchtigten Zombies angelegt. Die berüchtigte Insel Monkey Island entdeckt. Den Schatz von Big Whoop gehoben. Und die Liebe seines Lebens gefunden und geheiratet. Er hat ein Banjo-Duell gewonnen. Er hat einmal 10 Minuten unter Wasser den Atem angehalten. Er hat einen australischen Investor daran gehindert, die Karibikinseln zu einem Wohnblock zu machen. Oder zu einer Touristenhochburg. Hat gegen Monster und Seeschlangen gekämpft, wurde von einem Wal verschluckt. Ach ja, guter alter Guybrush Threepwood, echter Pirat. Ja, insofern vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war's mit Return to Monkey Island und naja, meine Meinungen über das Spiel sind gemischt, aber die möchte ich hier jetzt nicht alle rauslassen. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass ihr jetzt geht und irgendwas anderes macht. Könnt ihr zum Beispiel mal wieder ein Buch lesen. Oder füttert eure Katze. Oder wascht euer Auto. Oder kocht euch was zu essen. Oder geht angeln. Oder geht mit eurer Mutter Bowling spielen. Oder lernt zu zeichnen. Oder gründet doch eine Punkband. Oder reist in ein anderes Land. Oder stellt euch zur Wahl als Bürgermeister.
Oder redet doch mal wieder mit jemandem vom anderen Geschlecht. Oder macht ein Lagerfeuer. Oder sucht nach vergrabenen Schätzen. Oder melkt eine Kuh. Oder bellt mit dem Nachbarshund um die Wette. Oder entfernt euren Blinddarm. Oder malt weiße Linien auf die Straße. Oder schreibt euren Namen in den Schnee. Oder bringt Muscheln das Korbflechten bei. Oder singt irische Volkslieder. Oder pflanzt einen Baum. Oder verwirrt die Person neben euch. Oder baut einen dreieckigen Tisch. Oder tanzt den Lambada. Oder fahrt mit dem Zug. Oder sortiert euer Bücherregal nach Form und Farbe. Oder bringt Kartoffelkäfern ein paar Tricks bei. Oder strickt einen Pullover. Oder veröffentlicht ein Magazin über Apfelschorle. Oder bestellt eine Pizza mit Ananas. Oder repariert die Straßenschäden auf der A5. Oder startet eine Karriere als Fotograf. Oder lernt die Uhr zu lesen. Oder kopiert Geldscheine. Oder ladet ein paar Freunde zum Brettspielen ein. Oder macht euch Nudeln mit Pesto. Oder näht ein Kleid. Oder badet eure Echse. Oder geht Windsurfen. Oder ändert eure Frisur. Oder spitzt euren Kugelschreiber. Oder füttert einen Tukan. Oder genießt einfach die Sonne. Oder erfindet eine ganz neue Beleidigung. Oder macht ein Kreuzworträtsel. Oder schreibt eurer besten Freundin einen Brief. Oder lernt Swahili. Oder sucht in euren Sofaritzen nach Erdnüssen. Oder rettet die Wale. Oder nehmt ein warmes Wannenbad. Oder lest doch mal die Videobeschreibung. Vielleicht steht ja was Interessantes drin. Oder kauft euch eine neue Hose. Oder geht mal wieder an den Strand. Oder läutet die Grillsaison ein. Oder spielt Schach mit eurem Vater. Oder gießt eure Pflanzen.
Oder baut ein Puppenhaus. Oder malt das Haus eures Nachbarn grün an. Oder schaut ein Video von Zwergisel auf YouTube. Ah, Moment mal, das macht ihr ja sowieso schon. Ja, dann kann ich ja mit der Aufzählung aufhören, oder? Ja, bis dann. Das ist das letzte Mal, dass ich eine lange Mittagspause gemacht habe.